Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute einen Häcksler vorstellen, das ist der KSK 100 Weiß, der kostet dich 35.000 Euro in Anschaffung, hat eine Geschwindigkeit von 26 km/h, ein Tankvolumen von 300 Liter, der hat eine Leistung von 215, der ist entsprechend 158 kW und 385 Euro Unterhalt. Mit dem kannst du ja alle Standardfrüchte häckseln, wie man hier sieht. Du kannst sogar dünner damit häckseln. Das ist schon lustig irgendwie. Und je nachdem, was für Karte für Früchte eingebaut sind. Ja, du kannst die ja nicht optimieren, wie du siehst. Und wir haben hier auch noch ein paar schöne Schneidwerke dazu. Einmal hier das Schneidwerk hier, um also Gras damit zu häckseln und Raps, Gerste, Weizen, Roggen oder was das war, und halt Sojabohnen kannst damit, kostet dich 8000 Euro, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h, 7,5 Meter Arbeitsbreite, 20 Euro Unterhalt. So, dann haben wir hier zum Maishäckseln. Das hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h, 7,5 Meter Arbeitsbreite und 20 Euro Unterhalt, kostet auch 8000 Euro. Und dann haben wir hier für Stroh und Grasschwaden zum Häckseln 13.000 Euro kostet das, 15 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit und 3 Meter die Arbeitsbreite und 30 Euro Unterhalt am Tag. Ihr habt mal hier alle gekauft. Das hier ist der schöne Häcksler. Ich finde, der sieht irgendwie toll aus. Das ist mal was anderes. Wie man hier so sieht, also das mit dem Rad, das ist irgendwie. Es ist eine Optik, glaube ich, hier, weil da auf der einen Seite kein Schmutzfänger oben ist. Ja, also. Dann starten wir mal das Gerät. Toller Sound. So, dann schauen wir mal. Also, das IC-Steuerung hat das da. Aber sonst steht hier nichts da. Also, dann gehen wir mal hier in die Innenansicht rein. Drücken wir mal die Leertaste. Aber das funktioniert schon mal nicht. Wie man ja sieht, also passiert hier nichts. Leider. Also, stimmt irgendwas nicht. Dann schauen wir mal hier in die Lok rein. Aber die Lok ist soweit sauber. Ja, hat hier schönen Bezug, wie man sieht, hier. Lenker ist auch animiert. Jetzt schauen wir kurz mal Armaturen. Nein, ist uns hier nix. Mal schauen mal, ob das Rohr ausfährt. Ja, das jetzt funktioniert. Jetzt schon mal. So. Kann man sogar hier direkt also abladen. Auch immer interessant. Ja, jetzt, das war mein Fehler. So. Wir fahren jetzt mal. So, mal kurz mal ranfahren. Rückfahrbahnton hat er auch. Der lenkt hier auf der Vorderachse. Ist noch was anderes. Weil die ganzen, die gehen ja eigentlich nochmal auf der Hinterachse. Also das hier, das ist für das Gras. So, mal schauen. Haben wir es jetzt da? So. Ja, der hängt ein bisschen sehr nah hier. Oder soll das so sein? Dran? Nein, hängt immer noch dran. Interessant. Wir gehen mal hier auf die Ansicht. Und so, jetzt passt das. Und wir gehen jetzt mal hier. Das ist hier der Ansammler, wie wir hier sehen. So, war hier mit dem Bahnsymbol zum Nachschlagen. Und hier, das ist hier unser zum Mai zum Häckchen. Ganz anders, also. Ja, ich glaube, gegen keine anderen. Also Anbauteile. Standardhupe. Und wir fahren jetzt mal rückwärts ran.
denke mal, zum Graswechsel nehmen wir hier den Anhänger. Rundumleuchte funktioniert, das wollen wir auch mal testen. Dann schauen wir das normale Licht. Ja, hier funktioniert auch. Dann hier Zusatzscheinwerfer vorne, Nummer 6 kann man jetzt schalten. Die Nummer 5. So, schauen wir mal hier. Der geht auch. Toll. So, dann fahren wir mal. Da hinten beim Rohr oben ist auch noch ein Scheinwerfer. So Schlamm fährt sich auch ganz gut. Aber es gibt leider hier keinen Wagen dafür. Jetzt werden wir hier mal gleich mal so, wenn wir gleich mal hier anfangen zum Häckseln. Finde ich, das geht ganz gut. Schon mal schön animiert vorne. Wie das hier geht, jetzt müssen wir mal schauen, dass man hier irgendwie. Ja, jetzt halte das hier als. Das ist jetzt mein Fehler wieder. Das Rohr ausfahren, das ist alles vermittelt. Das ist ein O. Die 300 Liter Tankvolumen. Geht das ganz gut. 11 km/h fährt er. Und putzt hier schön das Gras langsam weg. Ja, wie man hier sieht, also Spuren macht er auch. Ist, finde ich, eine Alternative hier, zum Beispiel jetzt zum Fortschritt oder andere, wenn man Osttechnik gerne spielen möchte. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Wie gesagt, Servus, grüß euch, euer Franz.